yeah, Elektroschrott. Keine Zweifel an meinem Geisteszustand? Dann guckt mal weiter. Freunde, Fans, Elektroniker. Ich bin seit heute stolzer Besitzer eines neuen Geräts. Und da ich als unabhängiger und nie für irgendeine Marke oder Firma einnehmbarer Reviewer bekannt bin, habe ich mir gedacht, ich stelle euch mein neues Gerät mal vor. Ich meine so unvoreingenommen, ja. Es handelt sich dabei um einen Stifttoaster der Firma Weller, das Modell WHA 900. Großartiges Gerät. Ganz toller Toaster, kostet normalerweise einen Arsch voll Geld. Ach, 1000 Euro oder so. Ja. Und wer kauft sich schon einen Toaster für 1000 Euro? Keiner. Ja. Ich bin doch nicht bescheuert oder sehe ich so aus. Also. Punkt ist, ich habe dank eines sehr netten Menschen namens Berislav Budis, seines Zeichens Kundenserviceleiter bei der Firma Birklin, kennt ja nicht, tut auch nichts zur Sache, ich habe mit denen keine spezielle Beziehung oder so. Der Berislav Budis, der hat mir freundlicherweise ein Vorführmodell besorgt von Weller zu einem Preis, den darf ich euch gar nicht erzählen, aber glaubt mir, er hat gezeigt, der Mann, ja, der ist in der Lage dazu, der macht das klar, wenn ihr was wollt. Selbstverständlich jetzt keine Werbung für Birklin oder so, das würde ich nicht machen. Ne? Werbung meine ich. Oh, mir ist was runtergefallen, Sekunde. Das ist, die fallen mir irgendwie immer runter, ich weiß auch nicht. Egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde euch jetzt mal meinen neuen Toaster vorführen, das ist ein cooles Gerät. Für alle, die sich fragen, wie so ein Stifttoaster aussieht, so. Also, das hier ist die Toaster-Basisstation. Da stellt man hier die Rösttemperatur für sein Brot ein. Und hier stellt man den Abstand, den man von seinem Brot beim Rösten haben will, ein, glaube ich, oder so ähnlich. Auf jeden Fall wird das Gerät lauter, wenn man hier nach rechts dreht. Und das hier ist der Toasterstift. Ja? Also dafür gibt es verschiedene Toasterstiftdüsen. Das hier ist eine 7mm Toasterdüse. Diese Düsen, ich schwör's euch, Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass es sowas in so teuren gibt, aber die Mistdinger kosten 90 Euro pro Stück. Ja, habe ich schon erwähnt, dass ich hier nicht besonders vernünftig war in diesem Einkauf, sondern mich mal wieder so komplett von meinem Kaufschau verblenden lassen. Das hier sollte man übrigens nicht tun, wenn es an ist. Dann wird man nämlich selber getoastet. Naja, jedenfalls, der Toasterstift ist an einem länglichen Kabel dran. Und jetzt als nächstes wollen wir uns doch mal anschauen, wie der Toasterstift mit einem Toast klarkommt, wa? Hier seht ihr ein handelsübliches Toast der Firma Lidl. Gerade eben frisch aus der Tiefkühltruhe geholt, noch leicht angefroren. Und hier ist der Toasterstift. Ich werde jetzt mal durch einen Druck auf diesen grünen Knopf hier den Toaster anmachen. So. Der Toaster ist an. Es kommt Luft raus. Es ist allerdings noch nicht auf Temperatur. Das ist so ein bisschen schade. Der Toaster hier braucht vergleichsweise lang zum Aufheizen. Es wird zwar jetzt schon warm, aber ich habe das schon flotter gesehen. Hier seht ihr übrigens eine Toastklammer der Firma WMF. Wow, ich habe mein Markengerät. Das ist ja auch nicht schlecht. Mit dieser Toastklammer sorge ich mal dafür, dass ich mir an dem Toasterstift nicht die Finger verbrenne. So, jetzt schauen wir mal, was das Ding hier kann. Also, ich sage mal, so in erster Näherung finde ich die Toastleistung gerade mal noch nicht befriedigend. Das könnte möglicherweise aber auch daran liegen, dass ich einfach dem Toasterstift noch nicht genug Zeit zum Anheizen gegeben habe. Und vielleicht ist die Temperatur auch ein bisschen niedrig. Ich sag mal, gib dem Luder ordentlich Puder, Toasterstift auf 400. Mal schauen, ob dann was kommt. Oh ja, oh ja. Ich sehe hier Röstungsergebnisse. Das sieht ja schon sehr befriedigend aus. Geil, kann man mit malen. Das ist halt der Vorteil von einem Toasterstift gegenüber einem konventionellen Schlitztoaster, dass man einfach sehr viel hübsche Sachen damit machen kann. Ja? Ja.
Nachdem man jetzt also hier sieht, dass es also mit der entsprechenden Rösttemperatur, wir sind jetzt hier bei 450 Grad, schon ganz gut geht, erhöhe ich jetzt mal den Röstabstand. Man hört schon, der Toaster wird lauter. Wow, das geht ab. Und jetzt kann ich eben auch aus einem größeren Abstand toasten. Ja? Man merkt auch, das ist ein besonderes Feature von dem Toaster, dass er die Temperatur unabhängig vom Röstabstand sehr stabil hält. Also wenn man an dem Röstabstandsregler dreht, behält er auf jeden Fall die Temperatur bei und ist auch geregelt. Sehr angenehm finde ich auch, dass der Rösterstift recht leicht ist. Ja? Also ist wirklich ziemlich prima. Und ja. Oh, da sehen wir, also, da geht richtig was los. Ja. Ich denke, ihr könnt euch vorstellen, wie das hier mit der Röstung weitergeht. Ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal freuen, dass ich ausnahmsweise mal nicht den Rösterstift genutzt habe, um in diesem Video einen Penis aufs Brot zu malen. Das wäre normalerweise eigentlich notwendig gewesen. Ja? Aber ihr seht schon, ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie so ein Brotpenis aussehen würde, oder? Heute mal kein Brotpenis, okay? Lecker. Bella-Toast. Voll geil. Wetten, ihr könnt mit Mund voll Toast nicht zehnmal hintereinander sagen, der Birklin ist die Welt der Elektronik oder der dicke Zappisch ist eine elende Konsumhure. Konnte er nicht, ne? Ja schon. Der dicke Zappisch ist eine elende Konsumhure. Der dicke Zappisch ist eine elende Konsumhure. Der dicke... Ach. Scheiße, rein. Erstmal der Toast. Bevor ich es vergesse, der Paul, ne? Also der Paul Dugalinski, der hatte noch eine total abgedrehte Idee. Da kommt ihr nie drauf. Der meinte, dass man mit dem Stifttoaster ja, auch so SMD-Teile von Platinen runter machen kann. Wer kommt noch so eine Idee, mit einem Toaster zu löten? Aber ich probiere das mal aus, ob das geht. Hey, das ist ja geil. Ich kann mit meinem Stifttoaster tatsächlich Chips von so einer Platine runter machen. Auf die Idee wäre ich ja nie gekommen. Krass. Geht auch eigentlich total gut. Also es braucht ein bisschen Übung. Und ich glaube, damit das so richtig klappt, müsste ich mir eigentlich für meinen Toaster mal die dünnere Düse auch noch holen. Also das hier ist jetzt wie gesagt die 7mm Düse, die ist ziemlich cool für viele Sachen, wo man so ein bisschen großflächiger unterwegs ist. Aber gerade diese kleinen Teile da, also das Hühnerfutter, das würde man wahrscheinlich besser abbekommen, wenn ich die 4mm Düse oder sogar die 2,5mm Düse hätte. Nur wie gesagt, die kosten Arsch von Geld, voll Geld. Kriege ich vielleicht von meinen Eltern zu Weihnachten, aber kaufe ich mir selber nicht, auf keinen Fall. 7mm muss erstmal reichen. Ist ja auch zum Toasten total gut. Okay, was sage ich unterm Strich zu der Wella WA900? Kein schlechter Toaster. Ja, dauert ein bisschen lange, bis es warm genug wird, um zu toasten. Funktioniert aber prima. Diese Geschichte mit den SMD-Sachen finde ich total abgefahren. Hätte ich nicht gedacht, dass es tatsächlich geht, aber funktioniert. Ja, was soll man sagen? Ich meine, klar, wir haben 55 Euro China-Schrott-Ding von Etten. Hat es auch getan. Funktioniert nicht schlechter. Ich vermute allerdings mal, dass die Wella wahrscheinlich über 1000 Jahre unzerstörbar sein wird. Ich finde den Griff von dem Teil recht bequem. Die Regelung funktioniert gut und es ist nicht allzu laut. Also an sich, hey, warum nicht? Gutes Gerät kann man eigentlich kaufen, wenn man zu viel Kohle hat, oder? Ha, jemanden kennt. Wie gesagt, ich kenne da jemanden bei so einer Firma, aber ich sag nicht bei welcher. War ja keine Schleichwerbung hier, ne?